Am 20. September fand in der Kupferstadt Hettstedt ein Bundesprogramm für die Kinder zum Weltkindertag statt. Für die Jüngsten gab es an diesem Tag zwei Führungen. Die Stadtentdeckertour startete bereits am Morgen am Kunstzuckerhut. Geführt wurde die Rundtour von Martha Kern, die viel über die Türme der Stadt und ihre Geschichten zu berichten weiß. Die jungen Stadtentdecker erhielten im Anschluss eine Stadtentdecker-Urkunde und eine kleine Erinnerung. Am Mittag ging es dann im Mansfeld-Museum im Humboldt-Schloss weiter. Das sind alles die gleichen Spielkarten. Und unten ist was für eine Farbe? Rot. Rot, ja? Also unten ist eine rote Karte. Wenn es alles die gleichen Karten sind, was ist dann die obere Karte? Was meint ihr? Auch rot, richtig. Und wenn unten und oben eine rote Karte ist, was ist in der Mitte? Was glaubt ihr? Auch eine rote, genau. Ihr habt also wirklich gut aufgepasst, ja? Was ist unten für eine Farbe? Rot. Nee, ihr passt nicht auf. Unten ist ja weiß. Wie? War doch eben noch rot, oder? Ja. Also wenn unten weiß ist und oben war welche Farbe? Was habt ihr vorhin gesagt? Rot. Oben war rot. Nein, oben ist auch weiß. Oh. Wie jetzt? Also was war in der Mitte nochmal welche Farbe? Weiß! Richtig, weiß ist da. Also wie jetzt? Wartet mal, ich bin jetzt ganz durcheinander. Wenn das weiß ist und das ist rot, was ist das jetzt für eine Karte? Rot. Rot? Weiß? Weiß. Falsch, die ist schwarz. Also ich sehe, ihr müsst noch gut aufpassen, aber drin wird euch jetzt so viel erzählt werden. Ganz viel Spaß mit euch. Los geht's. Hier gab es eine Dampfmaschinenführung, die ebenfalls direkt auf das junge Publikum zugeschnitten ist. Die Kinder erfuhren, was der Dampf in der Maschine macht und zum Abschluss gab es für jeden Teilnehmer ein Dampfmaschinendiplom. Zudem konnte in der Mahlstraße auf dem Gelände des Mansfeld-Museums unter persönlicher Anleitung von Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert gemalt und gebastelt werden. Wer mochte, konnte sich seinen eigenen Kühlschrankmagneten gestalten oder eine tolle Luftballonfigur mit nach Hause nehmen.